Ja, es geht zu einer entscheidenden Phase, oder? Sind wir im letzten Tag? Richtig, genau. Also Kandidaten haben jetzt bereits Modulo 1 und 2 aufgerichtet, fertig montiert. Jetzt sind die einen, sind Modul 3 am Abbinden. Wiederum andere sind Modul 3, die komplizierte Dachkonstruktion bereits am Aufrichten. Und nachher dann gegen den Schluss gibt es noch das Modul 4, das ist ein kleines Blumenkistchen, wo eine sogenannte Plattenschichtung ist, wo sicher auch nochmal Herausforderung wird sein für unsere Kandidaten. Hat vorher einen Klacks zu und wenn sie rumgesprungen wie Ameisen, geht das auch noch ein bisschen Zeit natürlich, gell? Genau, richtig. Also wir haben ein sauberes Zeitplan gemacht für unsere Kandidaten. Der ganze Wettbewerb dauert 22 Stunden für das Hauptmodul. Und es ist also nicht der, der am schnellsten das ganze Modell macht, wird gewinnen, sondern wir sagen immer, die 22 Stunden musst du gut ausnutzen können. Also gehört natürlich auch zu der ganzen Arbeitstechnik, die ganze Zeitmanagementplanung dazu. Zimmerleute nach wie vor attraktiv, aber an Frauen fehlt es ein bisschen, gell? Ja, der Beruf Zimmermann ist allgemein attraktiv. Ich würde jetzt sagen, wir haben relativ eine gute Frauenquote. Es ist ein attraktiver Beruf für die Frauen. Ich denke, da muss ich noch mal ein bisschen weiterentwickeln und auch so ankommen. Und den jungen Leuten auch sagen, dass es auch ein Beruf ist für Frauen. Weil der Beruf ist nicht mehr so, wie er vor 30 Jahren war, dass wir hier kiloweise rumgebuckelt haben und vielleicht die Frauen vor 30, 40 Jahren vielleicht noch nicht so angesehen worden sind, wie es heute sind. Also für mich überhaupt kein Problem, als Frau Zimmerin zu lernen. Und sicher auch noch anzumerken, wir haben im Moment gerade eine Zimmerin on Tour, die für unseren Verband Marketing, Werbung macht für die Berufslehre, dass eben auch Frauen den Beruf erlernen können. Wir sehen, es sind ja einige, gell, die das hier aufgestellt haben, also sind immer voll dran. So weiter. Da braucht das sehr viel Vorstellungsvermögen, gell? Richtig, man braucht ein Vorstellungsvermögen, aber das wird natürlich in der Grundausbildung auch vermittelt und wird dann zusätzlich bei unseren Trainings für die Schweizer Meisterschaft, die wir machen mit den jungen Berufsleuten, nochmal weiterentwickelt. Und dann ist es ganz klar, der eine hat von den Basics her schon ein besseres Vorstellungsvermögen und der andere muss ein bisschen mehr trainieren dafür. Ist auch relativ gefährlich, wenn du Zimmermann bist. Hat sich inzwischen einiges geändert, musst du immer sichern, gell? Also hat sich doch einiges zu tun, was das betrifft. Ja, also Zimmermann ist heute in dem Sinne ein sicherer Beruf. Wir haben natürlich Richtlinien, die wir einhalten müssen, die unsere Betriebe auch einhalten. Und ich würde sagen, klar, es ist immer noch ein Beruf, wo man in der Höhe oben arbeitet, auf Brüster arbeitet, mit Maschinen arbeitet. Aber wenn wir all die Sicherheitsmaßnahmen sauber einhalten, dann sind wir da auf dem sicheren Weg, dass wir auch keine Berufsunfälle haben. Es sind die einen hier am Aufrichten, die anderen sind hier noch am Abschneiden und so weiter. Also aber am Schluss müssen alle irgendwie gleich mitziehen, oder nicht? Genau, das Ziel wäre, dass schon nach 22 Stunden alle die vier Module sauber aufgerichtet haben, alle ein komplettes Modell haben. Das ist natürlich auch wieder das Zeitmanagement, das haben. Die einen sind vielleicht vorher ein bisschen mehr reingeschossen, sind jetzt dafür besser im Zeitplan. Die einen haben vielleicht bei den ersten zwei, drei Modulen ein bisschen gejungert und müssen nachher dann hinten dran wieder aufholen. Aber ich sage, es ist jeder individuell, wenn er sein Zeitplan macht. Und ich bin guten Mut, dass am Schluss nach diesen 22 Stunden alle ein komplettes Modell beieinander haben. Was hast du eigentlich davon, wenn du so vorne dabei bist? Also du hast natürlich, ich sage jetzt, das sind alles 12 Gewinner, die wir hier dabei haben, weil sie schon haben können teilnehmen. Du tust dich natürlich weiterentwickeln. Also sie kommen einerseits kommen bei uns Theorielektionen über das sogenannte Austrägerreis. Also da gehen wir innerhalb von 3 Samstagstrainings so weit, dass wir auf Vorarbeiterniveau sind in dem Fach. Und nachher dann weiter, das gibt es noch ein Schlusstraining. Da würde ich sagen, sind wir etwa auf Holzpapolierniveau. Das ist natürlich sicher ein Basic, das sie mitbekommen. Von uns, die von den Picken auf auch erlernt haben und das fast in- und auswendig können, da haben sie sicher einen grossen Vorteil. Nachher natürlich eine Vernetzung unter den jungen Berufsleuten, Anerkennung. Also ich würde sagen, ja, durch das Band eine gute Sache für die Jungen. Ein attraktiver und natürlich eben auch ein krisensicherer Beruf eigentlich, oder? Richtig, ja. Mein Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Wenn wir dem Sorge tragen, haben wir unseren Rohstoff in dem Sinn vor der Hütte, blöd gesagt. Und es wird, Holz ist im Trend, Holz ist ein ökologischer Baustoff und wir sind ein grosser Player und werden noch ein grösserer Player werden im Bausektor mit den Holzbauten.
Du bist so Experte, du betreust die Jungs, und wenn es auch Girls und so weiter. Bist du jemand auch ein bisschen nervös, wenn du das ein bisschen schaust? Die einen sind so weit, die einen haben noch dies und jene Probleme, sind zum Teil sogar noch am ja, Sachen zuschneiden und so weiter. Bist du selber auch ein bisschen nervös? Nein, ich würde sagen, ich bin relativ entspannt. Dort, als ich noch Kandidat war, bin ich sicher auch angespannt und nervös gewesen. Ich mache jetzt schon das 10. Jahr mit dieser Schweizer Meisterschaft. Nervös würde ich nicht sagen. Es ist immer wieder besonders, jedes Jahr, jede Schweizer Meisterschaft ist anders. Und es macht einfach Freude, mit jungen, motivierten Berufsleuten so zusammen zu arbeiten.